Leute, willkommen zurück zu Star Stable Online. Wir sind hier jetzt bei Bürgermeister Klaus, um zwecks der Versicherung anzufragen. So. Nein, ich mach's falsch. Oder? Zum Ratsmann in Silverglade. Ach, Blödsinn. Ach, wenn wir hier schon sind, brauchen wir das gleich. Du liebe da rum, ne? Fantastisch, dass der Schlüssel zurück ist. Ich bin so froh. Aber kann ich dich etwas fragen? Ja. Wir haben es selbst nicht geschafft, den Schlüssel zurückzubekommen, deswegen bin ich neugierig, wie den Schlüssel gefunden hast. Ich habe versprochen, nichts zu verraten. Okay, ich verstehe. Das Wichtige ist, dass er zurück. Ja, stimmt. Dann weiß ich, was passiert ist, Otto. Ich hoffe, es gefällt dir in unserem kleinen Fischdorf. Wir sind froh, dass du hier bist. Fühl dich wie zu Hause. Okay. So, dann lasse ich mich jetzt nochmal abholen. Wer lesen kann, ist klar und vor. Klar und vor, okay. So. Dann hauen wir nochmal Frosch im Hals. Ding, irgendwer will was von mir. Dann schätzen wir im High-Speed-Tempo noch Silverglade Village. Reimchen! Wir bremsen natürlich, fliegen aufwärts. Nur schon mal uns richtige Profis. Hallo, Otto. Wie ist es in Golden Hills Valley? Sehr schön. Danke der Nachfrage. Kein Problem. Natürlich kannst du dir sofort eine Verkehrsversicherung für den alten Jasper ausstellen. Er ist also zufrieden mit seinen Kürbissen und gar nicht mehr sauer. Das ist schön zu hören. Bitte sehr, hier sind die Unterlagen, die Jasper braucht, um Traktor wieder zum Verkehr benutzen zu können. Okay, mache ich aber diesmal. Fahren wir mit dem Transporter hinunter zur hinunter zur Böll. Da los. Ja, ich weiß, ich bin so furchtbar neugierig. So. Bremsen. Ich sitze genau da rein. So, wir brauchen Reitarena. Ich habe halt irgendwie den ganzen Tag schon Frosch im Hals. Furchtbar. So. Von hier aus ist es ja nur noch ein Katzensprung. Bis zum alten Jasper. Hoppity 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 hopp. Hopp! So. Warum wollen so viele Leute immer was von mir? Furchtbar. So. Verkehrsunrecht verschüttet. Gut gemacht, Auto. Suche überall. Sie muss irgendwo sein. Oh nein, ein Problem. Ich finde den Schlüssel für den Traktor nicht. Ich muss ihn ja irgendwo im Garten gelegt haben. Kannst du mir beim Suchen helfen? Ich habe die Orte auf der Minikarte markiert, an denen ich noch nicht gesucht habe. Dabei suche ich einen anderen Ort. Komm dann zu mir zurück. Okay. Gut, kleiner Schlüssel. Gut. Ich hab hier Musik an. Furchtbar die Stille. Besser. So. Die Stille ist ja furchtbar. So, vorne. Auch nichts. Vielleicht da. Niemand ist etwas anderes. Auch nichts Interessantes. Auch nichts. Vielleicht vorne irgendwo am Weg.
immer noch nichts Interessantes gefunden. Warum suche ich dann überhaupt? Du hast doch auch nicht gefunden, das ist aber sehr ärgerlich. Lass mich nachdenken. Vergessen den Traktorschlüssel. Und jetzt haben wir noch mit dem Wölfen tanzen. Jetzt ist ein Tag verstrichen. Ich hoffe, dass der Wolf mit den ganzen Hundekuchen gegeben hast, auch die anderen Wölfe geteilt hat. Dann werden wir jetzt nämlich jetzt das ganze Rudel friedlicher. Kannst du nachschauen, ob sie netter sind und nicht mehr zum Wegjagen wollen? Erzähl mir später, was passiert ist. Okay. Dann schauen wir nochmal nach den Wolfies. Nach Balto. Wer von euch kennt den Film Balto? Ich liebe diesen Film. Der ist so, so schön gemacht. So knuffig. Wir biegen natürlich wieder in die komplett falsche Richtung. Ab. So. Shadow Hill Road. Scheint jetzt wieder ziemlich friedlich zu sein. Way! Wow! Way! Yep! Nein! Nee! Und hier? Ups! So! Und hier herrscht immer noch das reinste Chaos. Sehr gut, dann haben die heute Wölfe wohl beruhigt. Ich hoffe, dass das so bleibt. Okay. Gibt es sonst noch irgendwie für uns ein goldenes Valley was zu tun? Mit noch mehr Vertrauen? Anouk? Okay, und die restlichen sind... Okay, das restliche sind die Morlandschmied. Okay, dann werden wir die Folge hier wieder beenden. Es war ein bisschen eine kurze Folge, aber... Nein, man will die Dinge nicht durcheinander bringen. Okay, dann wünsche ich euch soweit noch einen schönen Abend, Tag, Nacht, whenever ihr das Video anschaut. Und bis zum nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.